Die vier Spiegelgesetze. Erstes Spiegelgesetz. Alles, was mich am anderen stört, ärgert, aufregt oder in Wut geraten lässt und ich anders haben will, habe ich selbst in mir. Alles, was ich am anderen kritisiere oder sogar bekämpfe und verändern will, kritisiere, bekämpfe und unterdrücke ich in Wahrheit in mir und hätte es gerne anders. Zweites Spiegelgesetz. Alles, was der andere an mir kritisiert, bekämpft und verändern will und ich mich deswegen verletzt fühle, so betrifft es mich. Ist dies in mir noch nicht erlöst? Meine gegenwärtige Persönlichkeit fühlt sich beleidigt. Der Egoismus ist noch stark. Drittes Spiegelgesetz. Alles, was der andere an mir kritisiert und mir vorwirft oder anders haben will und bekämpft und mich dies nicht berührt, ist es sein eigenes Bild, sein eigener Charakter, seine eigenen Unzulänglichkeiten, die er auf mich projiziert. Viertes Spiegelgesetz. Alles, was mir am anderen gefällt, was ich an ihm liebe, bin ich selbst, habe ich selbst in mir. Und liebe dies im anderen. Ich erkenne mich selbst im anderen. In diesen Angelegenheiten sind wir eins.